Und willkommen zurück zu Let's Play FIFA 2004. Ja, gute Frage, der 24. Spieltag oder der 25.? Es ist der 25. Noch 10 Spiele, dann sind wir durch. Dann ist die Saison... Oh, Altentop. Ah ja, das Spiel ist schon etwas alter. Naja. So, ja, noch 10 Spiele, dann sind wir hier auch erst wieder durch. Oh, komm. Schöne Möglichkeit, gleich zu Beginn. Schöne Möglichkeit. Ich hoffe, man hört den Ingame-Sound nicht. Oder man hört ihn nicht in der Rückkopplung, weil ich muss heute einen anderen Kopfhörer nehmen und der ist etwas, naja, nicht so gut, sagen wir es mal so. Deswegen, mein normaler Kopfhörer ist gerade in der Ladestation, weil der Akku leer ist, weil ich ihn die ganze Nacht anhatte, den Kopfhörer, aus irgendeinem Grund, und ja. Dann ist halt hier der Akku hinterher leer, das ist halt so. So, komm. Schöner Kopfball, irgendwie das erste Mal, dass überhaupt ein Kopfball, der geplant war, auch durchkam. So. Da, auf ihn und schön. Schönes Tor, Amoroso. Der wieder nicht in der Jubelszene zu sehen war. Dieser Junge ist einfach verflucht. Immer wird dann irgendein anderer. Ich glaube, Everton wurde gerade eingeblendet. Sonst manchmal Rosicky, aber Amoroso selber nie. Schönes Tor, auch wenn es eigentlich nicht hätte fallen sollen aus der Distanz. Aber ist ja auch Wayne, ist ja... Oh, wie angenehm ruhig das hier auch ist. Hier in wenn man hier im Westfalenstadion spielt, das war ja... Das ist ja bald immer ein halber Tinnitus. Hier, ich sag Westfalenstadion, weil es hier noch das Westfalenstadion ist. Nicht, dass hier Verwechslungen jetzt auftreten. Nein. Mainz. So, zack. Nein. So. Auf Everton, dann runter auf Recken. Der leider wesentlich weniger Tore geschossen hat, als ich mir erhofft hatte. Aber gut, ich müsste ihn vielleicht auch mal nach vorne packen, aber... Wo spielt er jetzt eigentlich? Auf den Flügeln, oder nicht? Muss ich nach diesem Spiel mal nachgucken, dass er so die letzten paar Spiele noch ein bisschen, noch ein paar Tore schießt. Na, 25 Minuten oder 27 Minuten gerade gespielt und immer noch nur 1-0 und ihr die Gegenaktion, aber den hält Weinfeller, den hält er. So, Worms. Wo gerade sein? Nein! Oh Jesus, wie viel Schwein ich habe. So. Ja, hier ist das nicht so einfach wie in anderen in aktuelleren Fußballspielen. Einfach durchzurennen. Nein. Aus dem Netz. Tja, Altentop. Alter, diese 0815 Gesichter, die damals hatten, das ist einfach so gut. Wenn man sich jetzt mal FIFA 14 im Vergleich dazu anguckt, wo man wirklich auch die meisten Spieler erkennt. Nein! Oh, Mann! Komm, hau weg das Ding. So, faul. Rote Karte. Na, warum nur gelb? Ja, so ein Freund scheint das ja nicht zu sein. Der werte Steffen Freund. Ne, diese 0815-Gesichter. Außer Klose. Klose hat man immer erkannt. In den Spielen. Gut, schätze mal, ein paar andere Spieler hier, wird man auch erkennen. Ich achte da jetzt nicht so drauf. So. Schade. Ja, erste Hälfte gleich vorbei. Es steht 1-0. Ist ein passables Ergebnis. 1-0, zwar knapp, aber was will man machen? Danke.
Jetzt fangt doch nicht an zu treten, Jungens und Kinders. Ne? Der muss doch nie sein. Na super, was ein Freistoß. So, ja. Ja, warum stehst du denn da hinten, du Vogel? Ja, komm. Ist immer ein Torschuss raus geworden. Und da pfeifen sie die erste Hälfte ab. 1-0, jo. Läuft. Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Manchmal führen wir auch schon irgendwie 3-0 zur Pause. Das ist auf jeden Fall hier heute etwas spannender. Wir haben 3 Schüsse aufs Tor. Von einer drinne, ja, es passt. Wir haben natürlich mal wieder weniger Ballbesitz, aber naja, es ist. Ich sag ja, also ich tippe auf den Back. So, sofort weiter. Nächste Runde. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Natürlich war der Pass sehr unnötig, aber so schnell wie wir hier die Bälle wieder zurückbekommen. Warum ist das denn gerade so laggy? Ich sehe das ja oben an der Framerate, also die ist nicht konstant. Aus welchem Grund auch immer. Leider mit. Na. So. Auf zu kommen. Was eine Rumgegurke hier. Nein, und ich kriege nicht mit, dass ich den Ball hatte. Oh, danke. So. Amoroso. Fuck. Ah, komm, ja, hereingezogen in die Mitte passt schon. ...60 Minuten gespielt... ...und immer noch 1-0. Eher eine lahmarschige Partie. Also... ...gut, wir hatten schon spannendere, wir hatten aber auch schon... ...langweiligere. Aber auf mein 10-0 komme ich diese Saison nicht mehr. Dafür spiele ich aktuell zu schlecht. Aber man hat ja beim Pokalspiel gegen Stuttgart gesehen, wie... ...schlecht teilweise wirklich. Ne? Das liegt mir immer noch im Magen. Ich habe die Folge heute rausgehauen. Das ist scheiße, wenn man dann zum dritten Mal bei einem FIFA Let's Play verliert. Im DFB-Pokal. Elfmeter, komm, Elfmeter. Aber Elfmeter gibt's ja hier nicht. War vorm Strafraum. Naja, das ist noch viel geiler, dass man auch wirklich sieht, wo er den Ball treffen würde. So, ich mag alles, was die Freistöße vereinfacht. Aber gut, die Freistöße in den neueren Teilen, jetzt hier FIFA 14 als Beispiel, die gefallen mir dann doch aber auch besser. Bin ich zwar genauso schlecht, das Einzige, was ich einigermaßen gut kann, sind Ecken, aber auch nur, weil Ecken in FIFA 14 immer glücken. Also immer Vorlage, Kopf und die Kopfbälle gehen fast immer rein. Wow, nein, nein, nein. Jo, was geht da dazwischen? Verdammt. Nein, 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 nein. Raus da, raus da. Ah, was tanzt du um ihn herum? Nimm dir doch die Scheißkirsche. So, hier, weg. Natürlich. Distanzschüsse von gefühlten 100 Metern, die gehen rein, aber wenn man mal wirklich was rausspielt, naja. Schade. Es sieht echt aus, als ob es beim 1-0 bleibt. Und immer wenn ich das sage, schieße ich noch ein Tor. Nein, was läuft denn weg? Du degeneriertes Stück Scheiße. Nein, 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 nein.
Oh, ich will meine perfekte Bundesliga-Bilanz hier. Ich habe, glaube ich, nur einmal unentschieden gespielt. Sonst immer gewonnen. Eine fast perfekte Saison. Aber okay, auf dem Schwierigkeitsgrad, ne? Deswegen, das wiege ich jetzt nicht so. Also ich weiß, dass ich trotzdem scheiße spiele. Aber dafür habe ich auch diesen Schwierigkeitsgrad da reingekloppt, dass ich, ne? Es geht ja hier generell auch nicht um Skill bei mir, ne? Weil, das dürfte da mittlerweile wissen, dass ihr da an der falschen Adresse seid. Gerade in FIFA. Aber FIFA 2.4 mache ich ja eigentlich auch nur, um mal zu zeigen, ne? Es gab auch mal vor 10 Jahren noch ein anderes FIFA. Und weil ich schon mal Let's Played hatte und neu hochgeladen wollte. Nein! Nein! Oh, was ein scheiß Spiel. Eigentlich voll das spannende Spiel. Voll das spannende Spiel, alter Wallakre. So. Jetzt versau du mir nicht. Komm, Reuter, du stellst dich davor. Du drückst den Mann weg. Ey, ich wollte gerade sagen, du versaust mir hier Lockfang. Was für ein Ding? Lockfang? Lochfang? Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Aber der hätte mir jetzt hier noch fast in die Suppe gespuckt. Der Sack, so. Weg damit. What the fuck? Ich hatte nämlich gerade die falsche Taste gedrückt, fällt mir auf. Aber jetzt darf er abpfeifen. 1-0 gewinnen wir hier in Kaiserslautern. Um Betzenberg. War es damals schon der Betzenberg? Doch, müsste auf jeden Fall. Spieler des Tages ist Roman Weidenfeller durch seine ganzen Paraden. So. Und rechnerisch dürften wir eigentlich schon fast die Meisterschaft sicher haben. Wir gucken uns trotzdem nochmal hier die Spielinfos an. Eigentlich müssten wir... Wir haben nur 40% Ballbesitz gehabt angeblich. Haben 8 Schüsse aufs Tor, davon nur einer reingegangen. Die Chancenverwertung ist unter aller Sau. Aber, naja, gewonnen ist gewonnen. Hauptsache, ne? Ist ja egal, wie man gewonnen hat. Hauptsache, man hat gewonnen. So, wir sehen uns gleich im Karrieremenü. Bis gleich. So, da sind wir im Karrieremenü, ne? Hier Fitnesstraining Mannschaft brauchen wir nicht. Ach du Scheiße, ist wieder soweit. Das Derby steht wieder an hier. Der FC Schalke empfängt unsere Borussia hier. Oh. Naja. Aber immerhin auf Schalke. Das heißt, das Publikum wird nicht so laut sein. Wie als wenn wir im Heimstadion wären. Es ist ja hier abnormal laut. So, Option. Wir gucken uns einmal wieder die Tabelle an. Scheiß Mauszeiger. So. Tabelle. Nein. Ach, Achtelfinale ist auch schon vorbei. Wie schnell das jetzt hier hintereinander gekloppt wurde. So, Hamburg gewinnt gegen Leverkusen. Aue gewinnt gegen Cottbus. Bochum gegen Mainz. Lübeck gegen Lautern. Stuttgart. Guck mal, die uns rausgehauen haben, kommen wenigstens auch weiter. Gladbach gewinnt ebenfalls. Osnabrück gewinnt und Duisburg gewinnt. Eigentlich ist das ein richtig spannender DFB-Pokal. Aber ich sag bei der Teilnehmerliste, ja, Hamburg, Stuttgart oder Gladbach. Je nachdem, wie das ausgeht. Naja, wir gucken uns das auf jeden Fall nebenbei immer auch an. Wie es dort steht. So, ja. Ich glaube, das Ding haben wir nach Hause geschaukelt. Also, viel mehr passieren kann da nicht. Wir haben 95 Tore geschossen. Nur 4 G. Ah, das ist auch... Ah, wär aber auch traurig auf dem Schwierigkeitsgrad, ne? Gut. Teammanagement. Ich wollte Ricken mal ein bisschen nach vorne tun. Bin gerade am Überlegen. Ach, die sind einfach viel zu gut eigentlich. Nee, komm, hier Kehl, den will ich auf jeden Fall noch mit reinpacken. Der kommt, der ist ZTM, ne, ist defensiv. Haben wir? Wir haben gar keinen richtig. Ja, komm, Kehl für Rosicki. Spielt der halt mal nicht. Wir ändern jetzt mal hier noch ein bisschen was. Keller tauscht mit Ricken. Keller vor allem Ding. Koller. Warum? Weil ich Schalke gerade im Kopf habe, deswegen sage ich Keller. So. Spielen zwar ein paar Leute nicht auf ihren Standardpositionen, aber ich möchte Ricken ein bisschen vorne noch weiter sehen. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder beim Derby auf Schalke. Ja, und ich würde sagen, bis dahin. Tschüss.